Willkommen in unserem Podcast New Devs on the Block. Wir sprechen über unser Projekt Coding Bootcamps Europe, New Work Konzepte, Digitalisierung und alternative Wege in die IT. Hi und herzlich willkommen zum New Devs on the Block Podcast. Meine heutige Gästin ist Ronja Ebeling. Ronja arbeitet freiberuflich als Journalistin, als Sprecherin, als Video-Creator, als Medienberaterin und, was ich besonders mag, als kritische Beobachterin. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, Ronja, magst du dich einmal kurz vorstellen? Total gerne. Ich freue mich total, heute hier zu sein. Du hast ja quasi schon gesagt, was ich alles mache. Ich arbeite in der Medienbranche. Ich arbeite als freie Journalistin, also ich schreibe Texte für unterschiedliche Medienmarken und versuche das immer aus der jungen Perspektive zu machen. Und passend dazu habe ich jetzt auch mein erstes Buch geschrieben, das am 3. September erscheint. Jung besorgt abhängig, eine Generation in der Krise. Und und auch meinen eigenen Podcast gestartet, Hungry Minds, eine Generation, die fordert. Das sind quasi gerade meine zwei Herzensprojekte, mit denen ich mich beschäftige. Und wo ich der Welt versuche zu zeigen, wie junge Leute denn unsere Gesellschaft so wahrnehmen oder beziehungsweise was junge Leute bewegt. Und wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben? Genau, das Buch zu schreiben. Das war tatsächlich in der Corona-Krise relativ spontan. Ich muss ein bisschen weiter ausholen, wenn ich darf. Sehr gerne. Ich hatte schon irgendwie lange den Traum oder beziehungsweise es hat sich irgendwie so gekitzelt, vielleicht mal ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich in der Corona-Krise angefangen, ein Buch über häusliche Gewalt in der Corona-Krise zu schreiben. Mhm. Also ein ganz anderes Thema. Und habe das dann in unterschiedlichen Verlagshäusern vorgestellt, aber niemand wollte es machen, weil sie gesagt haben, ach, Corona ist doch bestimmt in 3 Monaten wieder vorbei. Gut, war dann anders. Und über ein paar Ecken bin ich dann mit meinem heutigen Verlag, Eden Books, zusammengekommen. Und ich hatte ein grandioses Gespräch mit der damaligen Verlagsleitung. Die hat jetzt zwischenzeitlich gewechselt, aber das Telefonat war einfach total toll. Und ich hatte wirklich das Gefühl, sie konnte mir so in die Seele gucken. Und wir haben eine Stunde telefoniert und dabei ist rausgekommen, hey, warum schreibst du denn nicht ein Buch über deine Generation? Weil das fühlst du doch am meisten, hat sie zu mir gesagt. Und damit war sie dann halt, ja, lag sie goldrichtig. Und ich weiß nicht, ob du dich an dieses Video erinnern kannst von der Bundesregierung, dass die während der Corona-Krise irgendwann geschaltet haben. Da saßen mehrere alte Leute vor der Kamera und es wurde so inszeniert, als würden sie irgendwie in den Krieg ziehen oder irgendwas richtig Schlimmes, also was kriegsmäßig richtig Schlimmes erleben. Und am Ende wurde dann gesagt, also taten wir, was von uns erwartet wurde und wir blieben einfach zu Hause auf der Couch sitzen. Und da dachte ich mir, okay, ist halt die Pandemie, die Corona-Pandemie, überhaupt nicht mit irgendeinem Krieg zu vergleichen. Das sind total unterschiedliche Dinge. Das eine ist weder schlimmer noch krasser als das andere. Es sind halt unterschiedliche Herausforderungen und die Generationen nehmen diese Herausforderungen anders wahr. Aber es ist falsch, es so zu interpretieren, dass die jungen Leute einfach nur auf der Couch sitzen und diese Krise absitzen und Netflix dabei gucken. Da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass unsere Generation halt überhaupt nicht gesehen wird und unsere Sorgen auch nicht wirklich wahrgenommen werden. Und daraus ist dann diese Buchidee entstanden, die ich während der Corona-Krise verwirklichen durfte. Super spannend. Ich bin mega gespannt, wenn das Buch rauskommt. Ich habe es auch schon direkt hier gespeichert und werde es mir dann bestellen. Wenn du von deiner Generation sprichst, von welchem Altersslot-Range, wen möchtest du ansprechen? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also ich bin ja 96 geboren. Mhm. Das heißt, ich bin quasi ganz genau an der Grenze zwischen Generation Y und Generation Z. Ich glaube aber, dass das Buch tatsächlich
das hört sich jetzt doof an, aber alle Generationen ansprechen kann. Denn es ist sowohl für die Elterngeneration interessant oder wenn nicht sogar für die Großelterngeneration, um eben zu verstehen, okay, warum handeln junge Menschen manchmal so, wie sie es tun und was bewegt vielleicht auch mein Kind oder mein Enkelkind gerade so. Und gleichzeitig ist es natürlich für die jungen Leute, glaube ich, hilfreich oder ermutigend zu sehen, dass sie nicht alleine sind mit ihren Sorgen. Weil manchmal fühlt sich auch so eine national- oder eine weltweite Krise so an, als sei es eine persönliche Krise und als würde nur ich damit nicht klarkommen, dass wir alle zu Hause sein sitzen müssen und als würde nur ich damit nicht klarkommen, dass wir in einer Klimakatastrophe stecken und dass mich das irgendwie total fertig macht und so weiter eben. Aber das sind strukturelle Probleme, die wir haben und das ist eine strukturelle Krise und keine persönliche Krise. Und ich glaube, dieses Gefühl, okay, ich bin nicht alleine damit, mit diesen Gedanken und diese Sorgen, die ich manchmal habe, das tut gut. Möchtest du Leuten Mut machen? Ich möchte Leuten Mut machen und ich möchte sie auch ein bisschen wütend machen. Ja. Weil ich glaube, Wut ist, glaube ich, ein total unterschätztes Gefühl. Wir sagen immer, wir dürfen nicht wütend sein und ich meine damit auch nicht wütend in irgendeiner aggressiven Art und Weise. Aber Wut kann auch ein Gefühl sein, das dafür sorgt, dass wir Sachen verändern wollen und dass wir aufstehen und laut werden für uns und für andere. Und ja, ich glaube, diesen Mut, Wut, dieser wütende Mut, den möchte ich so ein bisschen aus Menschen herauskitzeln, ja. Das ist eine super spannende Aufgabe. Du hast mir im Vorfeld verraten, dass du, also du behandelst in deinem Buch unterschiedliche Themen, wie zum Beispiel Diversity oder auch Chancengleichheit, Berufswahl, Orientierung, wo soll es hingehen? Und du hast mir verraten, dass du dich in einem Kapitel sehr tief oder tiefer mit dem Thema zukünftige Jobs zum Beispiel beschäftigst und bist ja über diesen Job Future Mart gestolpert von der Agentur für Arbeit. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es da um Jobs, wo ein großer Teil der Jobs jetzt bereits digitalisiert sind, was ja auch für gerade für eine junge Generation, aber auch für meine Generation natürlich ein Problem darstellt, ne? Dass alte Jobs wegfallen, neue kommen hinzu, man ist irgendwie orientierungslos und weiß nicht so richtig, wo es hingehen soll. Gibst du da so eine Art Handlungsempfehlung in deinem Buch oder wie bist du auch da über diesen Job Future Mart zum Beispiel gestolpert? Also es ist ja ein autobiografisches Sachbuch. Das heißt, ich versuche aus meiner ganz persönlichen Perspektive zu erzählen, wie ich und meine Generation Sachen empfinde. Und ja, um quasi darzulegen, dass es sich nicht nur um das Gefühl einer einzelnen Person handelt, ziehe ich halt Studien und Statistiken herbei und bin in diesem Sinne in der Recherche eben über diesen Job Future Mart von der Agentur für Arbeit gestolpert und fand das total interessant, weil ich habe mich damals, oder als ich dann das Buch geschrieben habe, an meine eigene Berufsberatungszeit in der Schule erinnert. Ich weiß nicht, hattest du sowas auch? Ja. Genau, bei mir kam dann ein älterer Herr mit so einem Heftchen, das wurde auch, ich glaube, das wurde damals von der Sparkasse oder so gesponsert. Und da konnte man dann quasi so einen Persönlichkeitstest machen und ankreuzen, wo die Interessen sind, wo man selber denkt, was die eigenen Stärken sind und so weiter. Und dann wurde so eine Branche oder auch gar ein Berufsbild ausgespuckt, das ja eventuell zu einem passen könnte. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was bei mir damals rauskam. Aber ich glaube, wenn da ein Beruf rausgekommen wäre, der in ein paar Jahren voll automatisierbar ist und dementsprechend vielleicht gar nicht mehr in dieser Form existiert, dann bezweifle ich, dass man mir das damals gesagt hätte. Und ich glaube halt, dass wir im Sinne dieser Berufsberatung, die ja immer noch in Schulen stattfindet, viel gezielter ja die Schüler und Schülerinnen aufklären müssen und ihnen sagen müssen, okay, das sind vielleicht deine Interessen, und das ist auch gut, aber vielleicht sollten wir nochmal gucken, inwiefern dieser Job denn auch zukunftstauglich ist oder wir schauen, wo wir deine Interessen und deine Stärken vielleicht anderweitig ausbauen können, zu welchem Berufsbild es noch passen könnte.
Verstehst du, was ich meine? Dass diese Beratung irgendwie ja mehr ja visionärer wird oder ein bisschen zukunftstauglicher. Meinst du, dass unser Schulsystem dafür ausgelegt ist? Also ich sehe, also oder ich stehe unserem Schulsystem tatsächlich ein bisschen kritisch gegenüber, aber meine Schulzeit war jetzt auch nicht die ruhmreichste Zeit in meinem Leben und ich war tatsächlich auch so ein bisschen lost und es ist jetzt ja bei mir auch schon ein bisschen her, als ich damals diese Berufsentscheidung treffen musste und ich habe sie auch im Laufe meiner Karriere durchaus mal revidiert und habe dann, also ich habe Knicke in meinem Lebenslauf und mittlerweile sehe ich da ganz viele positive Sachen, dass das so ist und dass ich auch Erfahrungen aus anderen Bereichen habe. Aber so dieses straighte geradeaus war bei mir persönlich halt nie da. Hattest du das denn, dass das bei dir dann so, boah, ich weiß genau wohin und also ich weiß nicht, ich habe mich auch von der Schule gar nicht gut vorbereitet gefühlt. Weil ich habe diesen Test zum Beispiel gemacht, ich glaube einmal nach der 10, da kam raus, ich sollte doch Floristin werden. Oh. Finde ich an sich einen total schönen Beruf. Und weil ich aber nicht wusste, was ich mache, habe ich dann mal mein Abitur gemacht und war aber im Grunde nach dem Abitur genauso lost wie vorher. Und da kam dann, ja, werden Sie doch Lehrerin. Es gibt Lehrermangel. Nee, also ich war froh, dass ich aus der Schule raus war. Glaubst du, dass so dieses Schulsystem auch die Leute besser vorbereiten müsste und ob man da was ändern kann? Also du bist ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen näher dran als ich, ne? Ja, also ich glaube, also bei mir war es überhaupt nicht straight. Ich wusste, ich dachte eigentlich mal, ich will Tierärztin werden, bis ich irgendwann realisiert habe, dass also mein Durchschnitt einfach, mein Notendurchschnitt einfach zu schlecht ist, dass ich damit niemals ein Medizin- oder ein Tiermedizinstudium machen könnte. Und mit 16 habe ich dann mein erstes Praktikum im Journalismus gemacht und von dort an stand eigentlich ziemlich klar fest, okay, ich möchte in diese Media-Bubble rein. Ich wusste nur noch nicht wie. Ich habe dann angefangen zu studieren, aber das habe ich dann auch abgebrochen, als ich ein anderes Jobangebot hatte. Und jetzt bin ich trotzdem da gelandet, wo ich hin wollte. Und ich glaube, das müssen wir irgendwie ja ein bisschen mehr zelebrieren, dass es unterschiedliche Wege gibt, um an sein Ziel zu kommen oder beziehungsweise, dass sich Ziele auch ändern können. Es gibt nicht nur dieses eine Ziel und es gibt nicht nur dieses eine Berufsbild, was zu einem passen könnte, es gibt etliche. Und deine zweite Frage, ob die Schule uns gut darauf vorbereitet. Ich glaube, unser Schulsystem könnte mal revolutioniert werden. Wir haben immer noch so den Anspruch, ja, das Land der Dichter und Denker zu sein, aber die wirklich relevanten, zukunftswichtigen Thematiken werden den Schülern und Schülerinnen halt überhaupt nicht beigebracht. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, zu welcher Schule geht man und in welchem Bundesland geht man. Aber also ich bin halt eher in einer ländlichen Region zur Schule gegangen. Und in meinem Informatikunterricht habe ich zum Beispiel das Zehn-Fingerschreiben gelernt. Und dann habe ich mich neulich mal mit einer Gleichaltrigen unterhalten, die komplett woanders zur Schule gegangen ist. Und die hat schon wirkliches Programmieren in der Schule gelernt. Die konnte schon, also in der Schule hat sie schon die Programmiersprache Python gelernt. Und das ist halt ein erheblicher Unterschied. Und das müsste halt auf jeden Fall mal angepasst werden. Dass es nicht nur davon abhängig ist, okay, welche Lehrkraft steht vor einem und inwiefern hat sie auch Bock, sich mit diesen neuen Thematiken zu beschäftigen, sondern eben ja ganz, also einheitlich im Lehrplan müsste es geändert werden. Und man müsste mal darüber nachdenken, inwiefern gehört der Informatikunterricht aufgefrescht, inwiefern benötigen wir vielleicht mal ein Wirtschaftsschulfach. Das gibt es ja in einigen Bundesländern, aber längst nicht überall. Und das Thema Finanzen muss, glaube ich, auch ja, viel, viel besser aufgegriffen werden, auch im Hinblick darauf, dass meine Generation wahrscheinlich keine Rente bekommen wird, wenn sich die Sachen nicht drastisch ändern. Und da sind wir eigentlich ziemlich selbstverantwortlich, für uns im Alter zu sorgen. Aber wenn uns das niemand beibringt und das immer noch so stark davon abhängig ist, in welchem Elternhaus man groß geworden ist, dann funktioniert das alles nicht und ich glaube, dann werden einige meiner Generation leider gegen die Wand rennen und das ist dramatisch. Auf der anderen Seite
wenn ich das jetzt, ich bin neulich mit dem Zug gefahren und da saß ein junges Mädel neben mir, ich weiß nicht, die hat Kurvendiskussion, also ich konnte der halt dann so, nicht, dass ich geguckt habe, was sie macht, aber ich konnte das halt so sehen, ne? Die saß am Tisch neben mir und die hat, ich glaube, Kurvendiskussion war es, ich weiß nicht, in welcher Klasse man da ist, 9, 10, 11, und da habe ich dann, hatte dann nebenbei ein YouTube-Video laufen, da habe ich gedacht, wie cool ist das denn? Also ne, das hat natürlich auch eine gewisse Chance, auch gerade so eine Digitalisierung, dass dann auch Jobs wegfallen, wo Leute sagen so, okay, also weißt du, was ich meine? So, es kann auch eine Chance sein oder auch halt diese ganzen Informationen, die es gibt. Vielleicht braucht man dann auch irgendwie eine Anleitung oder so eine Art roten Faden. So, wo gucke ich jetzt nach? Wie komme ich an die Informationen, die für mich wichtig sind? Das halte ich für total wichtig, dass man Kindern oder beziehungsweise jungen Menschen schon frühzeitig dieses eigene Recherchetool an die Hand gibt. Also wie komme ich an mein Wissen, was ich brauche? Das halte ich für total wichtig. Natürlich können jetzt YouTube-Videos keine Lehrkräfte ersetzen. Gerade, also das haben wir ja auch in der Corona-Pandemie entdeckt oder beziehungsweise beobachtet, dass es doch noch stark davon abhängig ist, inwiefern hat das Familienhaus, in dem man aufwächst, auch den Zugang zu technischen Geräten, inwiefern ist da gutes WLAN und inwiefern, also es gibt natürlich Kinder, die gucken sich YouTube-Videos an und finden das alles total mega interessant und ziehen dieses Wissen förmlich ein. Mhm. Aber andere, die muss man da schon ein bisschen mehr anstupsen. Deswegen halte ich da Lehrkräfte, die auch dafür sorgen, dass Kinder sich weiterbilden natürlich, also es ist ja ihr Job, für total wichtig. Ich glaube, das eine kann das andere nicht ersetzen, aber das eine kann das andere total gut ergänzen. Mhm. Ja, ich fand das auch so als Ergänzung, habe noch gedacht so, boah, wie cool, die kann sich jetzt einfach dieses Video 537.000 Mal angucken, bis sie es verstanden hat. Und ne, bei uns war es halt so, okay, dann fragst du und dann fragst du das zweite Mal und beim dritten Mal traut man sich nicht mehr zu fragen, weil dann denken ja alle anderen, man ist doof oder so. Ich glaube, ich hätte Mathe trotzdem nicht verstanden, auch wenn ich damals schon, beziehungsweise zu meiner Zeit gab es ja schon YouTube, aber ich war echt kein Mathe-Brain, muss ich sagen. Da war ich echt unterdurchschnittlich. Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Warst du von Anfang an so ein Mathe-Brain? Weil du, ich denke mir halt immer, Leute, die in Tech arbeiten, die müssen doch dieses Genie-Image haben. Ich habe mich neulich mit Mina Salze unterhalten, in meinem Podcast wiederum, und sie hat gesagt, nein, wir müssen dieses Genie-Image mal loswerden und jeder kann in der Tech-Industrie arbeiten und man muss dafür auch kein Mathe-Brain sein. Das ist so ein Vorurteil, das ich zum Beispiel noch habe. Also ich war auch bis zur, ich glaube in der 9. Klasse habe ich einen guten Mathelehrer bekommen und danach lief's. Also ich hätte dann in der 9 und in der 10 wirklich nochmal so diese ganzen Basics und Grundlagen, da hatte ich einen richtig guten Mathelehrer. Ich hatte dann auch einen Mathe-LK in der Oberstufe. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich da auch eine gute Mathelehrerin hatte und dann so die letzte Klausur, bevor man sich entscheiden musste, okay, welchen LK, habe ich, glaube ich, 2+ oder sowas in Mathe geschrieben und habe ich gedacht, okay, das nimmst du. Und ich habe mich an den Deutsch-LK nicht getraut, weil ich das Gefühl hatte, ich kann halt irgendwie nicht so gut schreiben und so Grammatik war auch nicht meins. Also ich kann halt reden und habe aber so dieses ganze Grundlagendings. Ne? Dann habe ich gedacht, okay, was ist das kleinere Übel? Nimmst du mal Mathe? Und dann hatte ich diesen Mathe-LK, habe mich aber nach dem Abschluss trotzdem gar nicht direkt in die Tech-Szene getraut. Ne? Ich habe dann erst eine duale Ausbildung gemacht. Also ich habe ein BWL-Studium und bin gelernte Einzelhandelskauffrau und habe dann noch mal ein Maschinenbaustudium obendrauf gesetzt. Da braucht man Mathe. Aber du brauchst eigentlich mehr so ein logisches Verständnis, wie so Sachen funktionieren und da auch Interesse dran. Ne? Und so im Nachhinein, also ich war in meinem Maschinenbaustudium wesentlich besser und wesentlich stärker als in dem BWL-Studium, wo ja dann auch so Richtung Gendergeschichte immer gesagt wird, ja, und dann ne, die Mädels machen dann erstmal BWL und BWL macht ja jeder und damit findet man auf jeden Fall einen Job. Da habe ich mich auf jeden Fall viel, viel schwerer getan als hinterher in dem Maschinenbaustudium, wo dann auch Mathe 1 und 2 kam und ich weiß gar nicht mehr, was da noch alles kam, die Statistik und Dynamik und was man da alles machen musste und irgendwelche Gleichungen auflösen. Aber das ist für mich so ein
aufräumen. Weißt du, ich kriege so eine Gleichung und dann nehme ich die auseinander, räume die auf und setze die wieder richtig zusammen. Und ich finde das in Mathe so schön, es gibt ein richtig und ein falsch und es hat nicht so viel Interpretationsspielraum wie in Deutsch zum Beispiel. Da habe ich mich halt immer super schwer mitgetan oder ich kann mich auch noch so an so Deutsch Aufsätze oder Gedichtanalysen erinnern. Ich habe immer am Thema vorbeigeschrieben und habe immer gedacht, so, warum ist das jetzt falsch? Also ich interpretiere das ja so und ich sehe das so. Und also das kann ich bis heute auch nicht verstehen, warum dann jemand sagen kann, ja, das ist richtig oder das ist falsch, was ich da geschrieben habe. Ja, das, also ich gebe dir da total recht. Es gibt manche Fächer, da kommt diese Meinung von der Lehrkraft, die hatte deutlich mehr Gewicht als zum Beispiel in Mathe. Ja, hast du voll recht. Ja, und in Mathe, wenn man sich verrechnet und da tatsächlich netten Mathelehrer oder eine nette Mathelehrerin hat, dann kriegt man ja zumindest Punkte, weil man den Rechenweg verstanden hat, ne? So, und das, also es gibt halt richtig oder falsch. Ich glaube, man sollte da einfach nicht so eine Angst vor haben. So, ja. Wenn es dann wirklich so in die höhere Mathematik geht, dann ja, aber auch so gerade Richtung Informatik. Die Leute, die ich da jetzt so kennengelernt habe oder auch unser Lead-Trainer, der sagt auch so, ja, Mathe in der Schule, das war jetzt nicht mein bestes Fach. Und der ist ziemlich erfolgreich mit dem, aber was er da gerade tut. Ich glaube, deswegen ist es halt auch für junge Menschen so wichtig, sich gezielt Vorbilder zu suchen, die nicht diesen geraden Weg gegangen sind, die, keine Ahnung, kein Studium haben, die die Branche gewechselt haben, die zum Beispiel auch nie Mathe konnten, aber heute trotzdem super gut in ihrer Branche oder beziehungsweise vielleicht auch in der Tech-Branche arbeiten und da auch mit Mathe arbeiten, aber einfach weil es lösungsorientierter ist, als einfach nur wie in der Schule so eine blöde Gleichung zu lösen, sondern wenn man ein richtiges Ziel vor Augen hat, das ist es ja auch manchmal, dass die Motivation einfach eine andere ist. Ja, sich gezielt diese Vorbilder suchen zu können, das ist super wichtig. Hast du ein Vorbild? Ah, also es gibt halt einmal so diese Klischee-Antwort, meine Mama. Also diese Mama-Kategorie. Total. Ja, und ich muss auch sagen, ich bin ein großer Fan von meiner Mama. Also ich habe persönliche Vorbilder, wenn es so um dieses Menschliche geht. Und da ist meine Mama tatsächlich ganz weit oben, wenn es sich jetzt ein bisschen cheesy anhört. Ich habe aber auch noch andere Bereiche, zum Beispiel, wenn es um Unternehmertum geht. Und ich bin ja... Ich bin ja keine Unternehmerin, aber zum Beispiel bin ich Lea Sophie Kramer super toll. Oh ja, die mag ich auch. Die, weil sie so gut darin ist, Leute mitzunehmen und diese ja auch vorlebt, wie wichtig es ist, ja miteinander Hand in Hand zu gehen und sich gegenseitig zu pushen und zu fördern und zu unterstützen. Und ich muss eine Frau oder auch einen Typen oder wen auch immer, muss ich nicht persönlich kennen, wenn ich sein Projekt oder ihr Projekt toll finde. Dann kann ich das auf Social Media teilen, dann kann ich das ja weiterschicken und dem irgendwie eine Reichweite geben, einfach nur, um sich gegenseitig zu fördern und nicht nur immer sich selber zu fördern. Und das macht sie halt total gut, finde ich. Und in dieser Hinsicht, also da habe ich halt einige Vorbilder, die das ziemlich, ziemlich toll machen. Hast du ein Vorbild? Hast du das Buch Lean In gelesen von Sheryl Sandberg? Oh, ich habe es nicht gelesen, aber ich habe das Gefühl, so viele Leute haben mir davon erzählt, dass ich es quasi gelesen habe. Also das fand ich tatsächlich so auch sehr inspirierend, auch was sie so sagt. Ne? Also sie spricht ja, sie spricht nur Frauen an mit diesem Buch. Ja, oder sie spricht vorwiegend Frauen an und sagt halt so, boah, Mädels, ey, ihr müsst euch an den Tisch setzen, ihr müsst euch zeigen, macht euch nicht so klein. Das fand ich super inspirierend. Auch sie, auch ihre Gehaltsverhandlung, jetzt spoilere ich ein bisschen aus dem Buch, ihre Gehaltsverhandlung mit Mark Zuckerberg für diesen Job dann bei Facebook, wo sie dann erst abgesagt hat, weil ihr Mann gesagt hat, bist du wahnsinnig, kannst du das nicht annehmen. Und dann, glaube ich, 2-3 Tage später gesagt, die Zusage bekommen hat für das, was sie gefordert hat. Ne? Und das finde ich halt so, ja, seid euch bewusst, was ihr könnt. Hört auf, Sachen kaputt zu denken, macht einfach mal und geh mal raus mit dem, was du so machst und wer du bist und zeig dich. Und das fand ich halt super spannend.
Ja, und dann auch als Frau in diesem Bereich da unterwegs zu sein. Voll. Und apropos Gehaltsverhandlungen, da fällt mir noch ein Vorbild ein, jetzt wo du es sagst. Und zwar meine Kollegin, die ist auch Journalistin, Alexandra Zykunov, die beschäftigt sich auf Instagram ganz groß mit Elterndiskriminierung und Mütterdiskriminierung im Job, hat aber auch Gehaltsverhandlungen so ein bisschen zu ihrem eigenen Kampfsport gemacht. Und sie finde ich tatsächlich auch sehr inspirierend, was das Thema angeht, da wirklich für sich selber einzustehen und für sich selber auch einzufordern. Das ist echt gut. Ja, auch, dass man sich einfach seinem Wert bewusst wird, ne? Und das ist auch ein Thema, das gerade, glaube ich, für die junge Generation ganz schwierig ist, weil es ist irgendwie so absurd, obwohl wir heutzutage ja viel höhere Lebenskosten haben, haben wir zum Teil ja ganz andere Einstiegsgehälter als unsere Elterngeneration. Beziehungsweise wir werden auch gerade durch diese, zum Beispiel durch diese Agenturarbeitswelt, dümpeln da einige in ziemlich niedrigen Gehältern mit ziemlich vielen Überstunden rum. Und da wirklich frühzeitig zu lernen, halt stopp, bis hierhin und nicht weiter, das ist super wichtig. Und ich habe da auch ein bisschen Angst, dass meine Generation das nicht wirklich lernt. Oder ich meine, ich merke es auch bei mir im Journalismus, was einige Kollegen und Kolleginnen früher im Printjournalismus bezahlt bekommen haben, also als freie Mitarbeitende, das ist so ein überdimensionaler Unterschied zu dem, was junge Leute heute im Online-Journalismus verdienen. Das ist verrückt. Wo man dann ja auch in dieser Spirale ist Richtung Altersarmut, ne? Wenn Genau. man halt kein Einkommen hat oder wenig Einkommen, wenig auf die Seite legen kann. Also ist ja dann schon so eine Negativspirale. Aber es ist eine totale Spirale. Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Kein Problem. was meinst du, was könnte nochmal so, also ja, man kann es natürlich so, ne, es läuft viel schief, es ist viel scheiße, aber es sind ja auf der anderen Seite auch wirklich viele Dinge, die gut sind und weiß ich nicht, so jetzt in der Corona-Pandemie, man kann es auch als Chance nutzen, wenn man zum Beispiel seinen Job verloren hat oder dass man sich dann einfach nochmal auch neu und umorientiert und sagt so, okay, war scheiße, aber da mache ich jetzt mal was anderes. Was meinst du, was passieren muss? Also wie kann halt dieses Angebot besser werden? Also ich glaube, meine Generation darf sich, glaube ich, nicht von der Angst leben lassen. Wir erleben jetzt die Corona-Krise, wir erleben die Klimakrise, wir haben vielleicht auch schon in Teilen die Finanzkrise sehr bewusst erlebt oder beziehungsweise auch von unseren Eltern, ja, wurden da sehr geprägt. Wenn unsere Eltern sie sehr stark erlebt haben oder beziehungsweise dann negative Folgen erlebt haben, dann haben wir sie als Kinder natürlich auch erlebt. Und ich glaube, dass wir uns A, von diesen ganz vielen Krisen erstmal nicht leben lassen dürfen. Wir dürfen nicht immer den sicheren Weg gehen, einfach nur um safe zu sein, sondern wir müssen unserem Bauchgefühl vertrauen und so ein bisschen unserem Herzen folgen. Und dazu gehört auch ab und zu mal Risiko. Weißt du, ich habe so Angst, dass meine Generation so diejenige ist, die zum Beispiel so einen Typen wie Finn Kliman online total feiert für seine geilen Ideen und was der alles macht und was der alles auf die Beine stellt. Und wir sitzen zu Hause auf der Couch, gucken uns das an und trauen uns, das nicht selber zu machen. Und das ist eine Katastrophe. Mhm. Also wir dürfen uns von dieser Angst nicht leben lassen und wir müssen einfordern. Wenn jetzt also im Zuge der Corona-Krise zum Beispiel auch Unternehmen sagen, hey, ihr jungen Leute, ihr wollt Homeoffice und ihr wollt flexibler arbeiten, dann sagen einige Unternehmen, machen wir und dafür verkleinern wir zum Beispiel unsere Büroflächen. Was ja auch total sinnvoll ist, weil teilweise haben Unternehmen Büroflächen, die sind gigantisch und haben Heizkosten und blibblablub ohne Ende. Das ist auch nicht nachhaltig. Aber dass Generationen oder beziehungsweise Mitarbeitenden unterschiedlichen Alters auch dann für sich einstehen und sagen, okay, wenn du willst, dass ich jetzt nur noch im Homeoffice arbeite, dann müssen wir aber auch darüber sprechen, wer zu Hause meinen Schreibtisch und meinen ergonomischen Schreibtischstuhl und so weiter bezahlt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Oder gerade zum Beispiel auch die ganzen Werkstudierenden, die in der Corona-Krise dann für riesige Unternehmen in ihrem kleinen WG-Zimmer gearbeitet haben und die waren dann vielleicht noch happy und haben gesagt, okay, ich arbeite jetzt in einer Branche, die von der Corona-Krise nicht so doll getroffen wurde, wie zum Beispiel die Gastro.
und deswegen bin ich happy, sondern nein, dass sie sagen, okay, du willst, dass ich von zu Hause arbeite, aber für dieses Arbeiten brauche ich bitte das, das und das. Und dann können wir reden. Also ich glaube, wir müssen mehr fordern und uns einbringen und uns wirklich ja laut werden und wütend sein, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Wütend sein. Ja, manchmal hilft es, wütend zu sein. Auch einfach dieses, was mir persönlich sehr geholfen hat, war auch dieser Punkt, Verantwortung zu übernehmen für mich und mein Leben. Ne? So, ich war dann halt in diesem Job drin und erst war ich sauer auf meinen Chef, dann war ich sauer auf das Unternehmen, dann war ich sauer auf meine Arbeitskollegen und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, nee, also ich lasse es ja halt auch einfach mit mir machen, ne? Ja, so. Total. Und das war der Game Changer. Und das war der Game Changer. Und ich glaube, also ich meine, du verantwortest jetzt ein Team von mehreren Leuten. Ich bin irgendwie solo selbstständig unterwegs und muss immer noch nur meinen eigenen Magen füttern. Und das ist was komplett anderes. Und ja, klar, zu beidem gehören auch Risiken, aber es ermöglicht halt auch einfach so viele Chancen, wenn man einmal auf sein Bauchgefühl gehört hat. Und man muss sich auch von einigen Privilegien verabschieden, das glaube ich schon, aber das ist, ja, man hat halt auch, man gewinnt neue dazu. Auf jeden Fall, ja. Ja, und dann ist, also für mich persönlich war dann auch echt irgendwann so dieses, okay, was ist Mut? Ist es mutig, in diesem Unternehmen zu bleiben und darauf zu warten, dass dieser Job irgendwann wegfällt und ich mein Leben lang nichts anderes gemacht habe? Oder ist es Mut, jetzt ins kalte Wasser zu springen und mir im Worst Case, wenn es schief geht, mir woanders einen Job zu suchen? Ja, ich glaube, wir müssen, also ich glaube, wir müssen weg von dieser Angst vor Fehlern. Es ist total in Ordnung, Fehler zu machen und es ist auch total gut, einfach mal auf die Schnauze zu fallen. Ich habe mich heute zum Beispiel für ein Projekt beworben, was ich total gerne als Freie betreut hätte. Und ich habe mir so viel Mühe gegeben bei der Bewerbung, ich habe so viel Zeit investiert und so viel Herzblut da reingegeben. Und jetzt hat es leider nicht geklappt. Und das ist super doof und es regt mich total auf. Aber hey, jetzt bin ich vielleicht damit einmal so ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Aber es ist nicht schlimm gewesen und es ergibt sich eine neue Chance. Und irgendwie, es geht weiter. Und Hauptsache, man probiert es einfach mal. Und genau das meine ich halt, als ich vorhin mit hier über Finn Kliman gesprochen habe, dass wir halt auch einfach mal probieren müssen. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Thema Digitalisierung und Automatisierung von Jobs. Hast du eigentlich Angst davor? Nee, gar nicht. Also ich sehe das, seh das als Chance und ich glaube, dass ganz viele frustrierende, langweilige Jobs dadurch wegfallen. Also wenn ich dann so Leute sehe, denke ich auch so, okay, oder die dann mehr oder weniger betroffen sind, da sehe ich eher das Problem, dass es für die Leute eine Möglichkeit geben muss, sich einfach beruflich fortzubilden und weiterzubilden, um dann auch einfach am Arbeitsmarkt noch eine Rolle spielen zu können. Ich sehe eigentlich mehr Vorteile als Nachteile. So. Und ja, ich glaube schon, dass es auch erschreckend sein kann für Leute. Und wenn man einfach Sachen nicht kennt, ist es ja auch oft, ne, dass man Angst davor hat oder dass man es eher ablehnt. Ich glaube aber, wenn man sich damit auseinandersetzt und wirklich sich auch diese digitalen Skills beibringen möchte, dass man das machen kann. So, und das war ja zum Beispiel ein Grund, warum ich mit Robin zusammen auch dieses Bootcamp gegründet haben, einfach um Menschen in Jobs, die vielleicht nicht mehr glücklich in ihrem Job sind oder warum auch immer sich beruflich umorientieren möchten oder vielleicht einfach ihren jetzigen Job upskillen wollen mit digitalen Fähigkeiten, dass wir gesagt haben, wir möchten solchen Menschen die Möglichkeit geben, dass sie zum Beispiel auch nicht mehr sich an der Uni einschreiben müssen. Und wenn jetzt jemand 35 ist, kann ich es durchaus nachvollziehen, dass er keine Lust hat, nochmal 6, 8, 10 Semester irgendwo an der Uni IT zu studieren und sich mit 19-Jährigen in einen Hörsaal zu setzen. Ne? Also natürlich habe ich mit 35 auch eine andere Verpflichtung als mit 19.
So, und ich glaube aber, dass es, wir sind auch nicht, oder meine Generation, das fing halt gerade an, diese ganze Digitalisierung, ne? Und ich kann mich noch an so eine Modem-Geschichte erinnern, dass es dann, wir hatten einen Computer im Wohnzimmer stehen und regelmäßig durfte man dann da irgendwie in gewissen Zeitabschnitten dran, aber es war nicht so verfügbar wie jetzt. Und ich glaube, dass es auch einfach eine Chance sein kann, weil ihr damit ja viel natürlicher irgendwie groß werdet und für euch das so selbstverständlich ist. Aber man kann es lernen. Ich bin ja auch der Meinung, dass man alles lernen kann, total, wenn man das wirklich möchte. Und also ich stimme dir auch total zu. Ich glaube auch, dass die Digitalisierung mehr Chancen bietet als, also sie bietet auf jeden Fall viele Chancen, auch gerade in Berufen, die körperlich sehr, sehr anstrengend sind. Meine Angst ist nur so ein bisschen, dass wir nicht alle mitnehmen. Also das Bundesinstitut für Berufsbildung hat zum Beispiel mal ausgerechnet, dass in einer voll digitalisierten Arbeitswelt bis 2035 1,5 Millionen Jobs wegfallen würden. Das ist super viel. Und gleichzeitig wird dann immer gesagt, hey, aber es werden auch genauso viele neue Jobs geschaffen, zum Beispiel im Ingenieurswesen oder eben in der IT. Und das ist natürlich eine totale Chance, aber meine Angst ist einfach, wird dann aus der Bäckerei-Fachverkäuferin zum Beispiel eine Ingenieurin gemacht? Also klemmt sich das Arbeitsamt, klemmt sich der Staat dann da wirklich so sehr hinter oder fallen diese Leute dann einfach durchs System durch? Das ist meine Angst so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man aus jemand, also ja, man kann definitiv, wenn man Einzelhandelskauffrau ist, Ingenieurin werden, wenn man das will. Das funktioniert. Aber also es gibt ja auch noch tausend andere Jobs, ne? Und man muss ja nicht zwingend ein Studium machen, um hinterher zu sagen, ja, mein Leben war erfolgreich, weil ich habe ein abgeschlossenes Studium in der Tasche. Also es gibt ja ganz viele andere Möglichkeiten, die man auch machen kann. Auch ich glaube auch, dass ein Vertrieb oder wenn man solche Jobs vielleicht digitalisiert, also man kann natürlich hoffen, dass es lange noch Bäckerei-Fachverkäufer geben wird, weil jeder will ja sein Brötchen haben. So. Und es fängt natürlich an, dass es Automaten gibt, wo man sich sein Brötchen rauszieht und dass solche Jobs sind einfach gefährdet, genauso wie der Job von der Kassiererin oder einem Taxifahrer. Alles, was so, ja, wo wir jetzt heute sagen, im Niedriglohnbereich. So, ich glaube aber super fest daran, dass wenn die Leute sich wirklich umorientieren wollen, dass sie das können. Es müssen Möglichkeiten geschaffen werden, weil es ist ja, also ist zum einen irgendwie auch eine Sache aus der Schule. So, wenn man jetzt mit jemandem spricht, der auf der Hauptschule war, wird mir, sagt er mir zu, als allererstes, ja, meinst du, ich kann denn das Bootcamp schaffen? Ich war ja nur auf der Hauptschule. Ja, interessiert mich nicht, auf welcher Schule du warst. Also bist du motiviert? Bist du ein cooler Typ? Hast du Bock, was zu lernen? Ja, okay, dann ist es mir egal, ob du einen Doktor in weiß ich nicht was hast oder ob du nur auf der Hauptschule bist. Ne? Und Kinder fangen ja schon an, sich quasi herabzugraden, weil sie dann zum Beispiel auf der Hauptschule waren, was ja im Endeffekt gar nichts über den Menschen aussagt. So, ja, und total. Ja, vielleicht war es nach der 4. Klasse so, dass sie dann auf die Hauptschule geschickt wurden. Und ja, aber man kann doch dann mit 20, 25 trotzdem den Hintern hochkriegen. Ja, das ist total wichtig, was du sagst. Und das, ich glaube halt, die Leute müssen ein bisschen mehr an die Hand genommen werden. Oder generell, es ist ja auch immer, es kann ja auch sein, dass man, keine Ahnung, also psychische, gesundheitliche Probleme hat und deswegen in ein Loch fällt und da erstmal wieder rauskommen muss, um sich dann weiterzubilden gegebenenfalls. Das erfordert halt erstmal sehr viel Mut, sehr viel Energie und ich glaube, dabei kann man die Leute nicht alleine lassen. Und das fängt zum Beispiel ja, wie du schon sagst, in der Schule an. Das kann aber zum Beispiel auch mit Elternschaft zusammenhängen, dass sich zum Beispiel Mütter dann so downgraden, so wie du es gerade genannt hast, und sagen, ah, ich war doch jetzt gerade 5 Jahre in Elternzeit, welcher Arbeitgeber würde mich denn haben wollen und schaffe ich so ein Bootcamp zum Beispiel?
Und dann zu sagen, hey, ja, durch deine Elternschaft hast du total tolle Skills wie Organisation und alles Weitere erlernt und bringst das alles mit. Und das ist total wertvoll, die Leute halt so an die Hand zu nehmen und sie auch zu pushen. Dahin müssen wir kommen. Und dass unsere Arbeitswelt dann eben auch ja offener für Quereinsteigende ist. Das Gute ist ja, dass Unternehmen offen werden müssen. Ne, also es gibt, ich glaube, die letzte Bitkom-Studie von 2019 vor der Corona-Krise sagt, es gibt 125.000 unbesetzte IT-Stellen. Mhm. So, und Uni und oder alternative Ausbildungswege, Uni, Ausbildung. Du müsstest den Arbeitsmarkt heute einfrieren mit diesem Bedarf und die wären in 8 Jahren da und könnten in 8 Jahren diesen Bedarf decken. Macht ja also, ne, und gerade durch Corona ist ja diese ganze Digitalisierung eigentlich noch mal mehr in den Vordergrund gerückt und es wird ja auch brutal offengelegt, was Unternehmen da verpennt haben. Mhm. So, das finde ich halt gerade auch in Deutschland, sehe ich da echt ein Problem, auch gerade bei großen Konzernen. Also nicht so SAP und so ausgenommen, ne? Aber wenn ich dann so klassische deutsche große Konzerne sehe und die arbeiten wie 1960, weil ich denke, okay, Leute, ist vielleicht nochmal ein ganz guter Punkt, da vielleicht nochmal nachzubessern. Und da brauchst du natürlich Jobs, ne? Und da brauchst du auch Leute, die vielleicht dieses Fachwissen haben. Ja, Thema Weiterbildung innerhalb von Unternehmen ist da natürlich ein ganz großes Thema. Und du hast ja vorhin zum Beispiel gesagt, dass meine Generation mit den neuen digitalen Medien oder beziehungsweise mit dieser ganzen, mit dem Internet und so weiter, dass wir da ganz anders mit aufgewachsen sind. Aber das bedeutet ja trotzdem nicht, dass alle von uns das gleich verstehen oder beziehungsweise, dass wir da, uns wird immer so eine Affinität für diese Themen nachgesagt. Aber das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Nicht alle, die die Mondlandung erlebt haben, wissen, wie man eine Rakete baut und dementsprechend auf den Mond fliegt. Ist ja irgendwie irrsinnig. Und deswegen ist halt mein Appell, dass wir es nicht verpennen, meine Generation auch noch weiterzubilden. Also das ist wirklich flächendeckend für alle Generationen Weiterbildung in diesen Bereichen in Unternehmen gibt. Ja, ich glaube auch überhaupt so Bildung oder ja, Humankapital in sich selber zu investieren, sich selber fortzubilden, weiterzubilden und ne, so dieses lebenslange Lernen, das wird uns begleiten. Also, was möchtest du denn noch gerne lernen? Auf jeden Fall Spanisch. Ja, für Costa Rica. Für Costa Rica, dass ich auch einen Kaffee kann ich schon bestellen auf Spanisch. Nee, aber ich würde tatsächlich gerne Spanisch lernen. Ich würde auch gerne irgendwann programmieren lernen. Ich selber kann ja gar nicht programmieren. Ach so. Was im Moment aber Gold wert ist, weil ich komme ja aus der, ich wäre ja ein potenzieller Kunde bei uns, was die IT, also ne, ich bin ja aus einem konservativen Unternehmen gekommen und war ja auch völlig, wo ich gedacht habe, okay, ich habe überhaupt keine digitalen Skills. Wie zum Teufel soll ich mich denn selbstständig machen? So, und einfach so auch diese Kombination aus, ich komme aus diesem konservativen, also ich gucke immer noch mit Anwenderaugen auf unser Produkt, wohingegen Robin zum Beispiel, ja aus der IT kommt und immer schon viel, viel weiter vorne ist. So, und dadurch treffen wir uns meistens in der Mitte und haben mittlerweile ein echt cooles Projekt auch oder ein Produkt entwickelt. Wenn ich mal mehr Zeit habe, würde ich wahrscheinlich tatsächlich noch mal programmieren lernen. Und Gewicht heben. Gewicht gerade. Das ist auch gut. Muss vorsichtig sein, ne? Da hier Bandscheibenvorfall und so. Es geht rucki-zucki. Ja, ich mache gerade so einen On-Ramp-Kurs beim CrossFit und habe früher im Fernsehen immer gedacht, Gewicht heben. Okay, warum macht man sowas? Und jetzt habe ich halt so 2, 3 Kurse gemacht und denke so, alter Vater, was ist das denn bitte für eine krasse Technik, die dahinter steckt? Und natürlich kann ich es nicht, weil ich es halt vorher noch nie ausprobiert habe. Bin total geflasht, war auch echt müde abends und ich gedacht, boah, ich muss schlafen. ich lerne einfach super gerne neue Sachen. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, so, das waren jetzt so 3 Sachen, so ja, einen Handstand möchte ich zum Beispiel auch unbedingt mal, so einen freistehenden Handstand. Aber
im Grunde versuche ich jeden Tag zumindest eine Kleinigkeit zu lernen und immer irgendwie was Neues zu machen und mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Das ist Super so. gut. Ich finde das auch total schön, muss ich sagen, dass du so unterschiedliche Felder gerade aufgezählt hast. Weil ich glaube, also gerade wenn man auch so wie wir jetzt eigentlich im beruflichen Kontext spricht, dann fangen sehr viele Leute an, von ihrem Job zu erzählen, was sie da noch alles lernen möchten oder in ihrem Feld eben. Aber diese Kleinigkeiten wie eben ein Handstand oder eben auch sprachlich sich weiterzubilden oder ein neues Hobby zu erlernen, finde ich mega. Finde ich sehr inspirierend. Vielen Dank. Gibt es was, was du unbedingt noch lernen möchtest? Also ich habe mich ja in den letzten Wochen verstärkt mit dem Thema Tech beschäftigt. Ich würde tatsächlich auch gerne programmieren lernen. Ich weiß aber wirklich nicht, wann ich das aktuell machen soll. Falls du soweit bist, ruf mich an. Ja, genau. Ich habe deine Nummer, dann melde ich mich. Genau. Machen wir noch mal einen Podcast, wenn du dann fertig bist, dass du dann deine Bootcamp-Reise noch mal erzählen darfst. Total gerne, das machen wir. Nee, aber wirklich, das würde ich wirklich total gerne lernen. Auch um mir selber so ein bisschen zu beweisen, hey, du kannst das ja doch. Auch wenn du damals in der Schule eine totale Mathe-Pflaume warst, das schaffst du trotzdem. Und du musst da nicht mit 1 A plus mit Sternchen rausgehen, sondern einfach mal machen. Ich würde jetzt, wo du das Thema Sprache angesprochen hast, tatsächlich auch gerne nochmal Französisch lernen. Ich hatte das damals auch in der Schule, aber konnte ich auch nie so richtig. Also ich war, wie du merkst, eine sehr durchschnittliche Schülerin. Ich auch. Ich war eher schlecht als durchschnittlich. Ja, und deswegen, das würde ich tatsächlich gerne nochmal lernen. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, ansonsten war dieses Jahr irgendwie jetzt schon sehr wild, obwohl es ja gerade mal noch nicht ganz rum ist, beziehungsweise etwas über die Hälfte. Auch durch Corona habe ich das Gefühl, das war alles so, so wild und so anstrengend, dass ich einfach mal gerne eine Pause hätte. Einfach mal Pause machen. Ja, und ich finde, Ja. auch das ist etwas, was man ganz bewusst lernen muss. Dieses sich Zeit nehmen für sich selber und abschalten und dann auch wirklich abzuschalten. Das muss man auch erstmal können. Auf jeden Fall. Aber ich finde immer, wenn man dann die Entscheidung getroffen hat, ich habe das dann oft, dass ich denke, ah, jetzt muss ich noch was machen, jetzt muss ich noch. Fand ich, durch Corona ging das zurück, ne, dass man auch so diesen Freizeitstress nicht mehr hatte. Aber wenn man dann sich ganz bewusst dafür entscheidet und sagt, so, heute ist Sonntag und heute mache ich einfach nichts und ich bleibe zu Hause und ich mache die Netflix-Serie an, dann ist es auch okay. Also, ne, trifft die Entscheidung und dann ist gut. Ja. So, und dann, also bei mir funktioniert es so. Ja, ich habe zum Glück Freunde und Familie, die mich immer wieder da rausholen und sagen, hey, wir gehen jetzt mal eine Runde spazieren oder wir machen jetzt mal das und das. Wir gehen lecker Kuchen essen und dabei kann ich dann gut abschalten, weil sie so toll sind und mich immer daran erinnern. Kannst du auch gut abschalten, wenn du mit Leuten zusammen bist? Es kommt auf die Leute an, tatsächlich. Also gewiss nicht bei allen. Es gibt ja Leute, bei denen ist Ruhe ziemlich unangenehm. Und es gibt Leute, bei denen ist Ruhe total okay und angenehm. Und je besser ich die Leute kenne, natürlich, umso einfacher fällt es mir auch, mit denen wirklich abzuschalten. Ja. Kannst du das? Also ich ziehe aus Begegnungen mit Menschen ganz, ganz viel Energie. Ich finde das super spannend. Ich kann, also jetzt, ne, diese so Großveranstaltungen, da muss ich mich, glaube ich, erst wieder dran gewöhnen. Aber wenn ich dann so in kleineren Gruppen unterwegs bin, da ziehe ich so Energie raus. Also ich bin auch super gerne mal alleine oder lese ein Buch und man bin mal so für mich oder wirklich mal so einen Sonntag, wo ich sage so, nee, und ziehe ich einfach eine Jogginghose an und bleib den ganzen Tag zu Hause. Aber ich genieße auch sehr die Gesellschaft von anderen Menschen. Und ich lerne super gerne Leute kennen. Ich finde es ganz spannend, Menschen mit verschiedenen, unterschiedlichen Backgrounds kennenzulernen, mir ihre Geschichten anzuhören. Da ziehe ich ganz viel Inspiration für mich raus. Das finde ich total spannend und mag ich sehr, sehr gerne. Ja, deswegen auch voll schön, dass wir uns kennengelernt haben Ja, jetzt. voll. So, jetzt haben wir uns hier so ein bisschen verquatscht. Ronja, eine Abschlussfrage. Ja.
Was möchtest du, oder gibt es irgendwas, was du Menschen mitgeben möchtest? So ein Rat vielleicht. Ah, oh, so eine Weisheit. Ja, irgendwas, wo du sagst. Einfach aufs Bauchgefühl hören. Einfach mal machen. Und auch zu akzeptieren, dass es voll okay ist, mal auf die Schnauze zu fallen. Weißt du, was ich gemacht habe? Vielleicht ist das eigentlich eine ganz süße Empfehlung. Gerade auch in der Corona-Pandemie haben mich ja auch manchmal so Gefühle eingeholt wie, schaffst du das alles, was du dir vornimmst, diesen Performance-Druck oder Angst vorm Scheitern oder, keine Ahnung, auch allgemeine Weltangst, weil es während der Pandemie einfach alles so verrückt war. Und ich habe mir zu jeder dieser Emotionen einen ganz kleinen Brief geschrieben, also in so ein Buch, was ich, in dem ich regelmäßig reinschreibe. Da habe ich zu jeder Emotion, wie zum Beispiel eben Angst vorm Scheitern oder was habe ich dann noch? Ja, Selbstzweifel zum Beispiel, diese kleinen, ich will gar nicht sagen negativen Gefühle, weil sie gehören nun mal dazu. Dazu habe ich mir einen Brief geschrieben, in dem im Wesentlichen einfach immer steht, hey, es ist okay, dass du dich mal so fühlst. Und es ist okay, dass du Angst hast und es ist okay, dass du auch mal an dir selbst zweifelst und sich dann in diesen Momenten, wenn man sich so fühlt, sich diese ganz kleinen Briefe an sich selbst mal durchzulesen und daraus wieder Mut zu schöpfen. Also mir hat das total geholfen. Es kann aber auch sein, dass jetzt Leute, die das hören, denken, oh, was ist das denn jetzt für eine Esotante am Ende? Wobei es auch tatsächlich egal ist, was andere in dem Moment denken, weil es dir ja geholfen hat, ne? Und ich finde, das ist eine super schöne Idee und ich bin eh Fan davon, Sachen aufzuschreiben. Ich habe ja auch hier immer mein schlaues Buch dabei, wo ich sämtliche Sachen, die in meinem Kopf rumspuken, aufschreibe. Und ich finde, das ist schon sehr schön, auch einfach mal negative Gefühle anzunehmen und zu sagen, ja, es ist okay. Also ich meine, man darf ja auch einfach mal traurig sein und man darf auch mal Angst haben und sich Sorgen machen. Das gehört ja dazu, ne? Kann ja nicht alles nur happy life sein. Ja, genau, aber ich glaube halt durch diese Glücklichkeitslüge, die uns auch manchmal durch die sozialen Netzwerke so vorgespielt wird, da vergisst man, dass halt diese negativen Gefühle halt total okay sind und auch einfach dazugehören. Ich finde, das ist schön. Vielleicht kann man so auch lernen, tatsächlich ja, die anzunehmen und damit umzugehen. Ja, total. Also ich werde es mal ausprobieren. Probier es aus und schreib mir dann, ob es dir geholfen hat. Das mache ich auf jeden Fall. Ronja, ich wünsche dir, wo fange ich an? Ich danke dir für das super spannende, inspirierende Gespräch und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, auch für dein Buch. Ich freue mich, von dir zu hören und auf den sozialen Netzwerken zu sehen, was bei dir so abgeht und drück dir auf jeden Fall die Daumen und wünsche dir alles Gute. Ich danke dir ganz toll, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne, schön, dass du da warst. Hat viel Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal, wenn ich dann meinen Bootcamp bei euch gemacht habe und den Erfahrungsbericht teile. Super. Alle haben es jetzt gehört.